Was geht ab, meine Seefighter, außer dir? Und wir haben nun alle Informationen und Details zu dem neuen Goku Black für die japanische Version. Und ich sage es schon mal aus vorweg, die SE-Animationen, Freunde, die sehen richtig geil aus, übertrieben atemberaubend. Und an der Stelle natürlich auch Shoutout an jeden, der dafür beteiligt wäre, dass wir die ganzen Informationen bekommen haben. DBZ.space natürlich, Dokkan Reddit, sei es Mike für die ganzen SE-Animationen, für die Leaks an der Stelle. Goresh für die Übersetzungen und Dokkan Art HD für die Artworks. Ich werde die ganzen Links in die Beschreibung setzen, könnt ihr euch gerne abchecken, die Jungs auf jeden Fall. Nun sollen wir anfangen mit dem neuen Ink Goku Black für die japanische Version. Zum einen kommt er, momentan aktuell ist er in den Daten, also es gab einen Data-Download und da ist bis jetzt nur er gelistet. Finde ich ein bisschen schade, wir wissen ja, Stage 3 kommt hinzu zu dem aktuellen physisch Goku Black Event und eigentlich hatte ich mir erhofft, dass auch weitere Charaktere einen Dokkan-Awakening bekommen durch seine Medaillen. Aber mittlerweile, beziehungsweise aktuell, haben wir nur ihn selbst. Wir brauchen natürlich 77 Medaillen, um ihn zu awaken. Und an der Stelle ist sein Release-Datum, Freunde, Donnerstag, der 29.11. 9 Uhr morgens, unsere Zeit, heißt morgen um 9 Uhr, droppt der Boy auf der japanischen Version von Dokkan Battle. Ihr seht die ganzen Artworks hier, ihr habt die ganzen Animationen angeschaut und dann würde ich sagen, gucken wir uns mal hier an der Stelle Step by Step die ganzen Informationen zu ihm an. Wir wissen, by the way, Freunde, sein SSR Artwork ist richtig geil. Da hat man so ein bisschen so Scenes von Goku Black Outfit und vom Goku Outfit. Also die haben so, das merkt ihr auf jeden Fall, da haben wir kleine Abschnitte durch die Aura, die da hervorscheint, vom Gokus Kostüm auch. Und ich finde, das haben sie. Das ist so Liebe zum Detail, sage ich mal. Das ist echt gut getroffen, aber auch seine TOR-Version ist wirklich atemberaubend und richtig gut getroffen. Gucken wir uns mal alle Informationen zu dem Boy an. Was hat denn der drauf letztendlich? Nun, zum einen ist er der Leader einer neuen Kategorie. Wir wissen aber, er ist von Extreme Intype, das haben wir gedeckt. Er ist der Leader der Kategorie, um es kurz zu fassen, Time Travelers. Also Charaktere, die ja, durch die Zeit gereist sind, mehr oder weniger, durch Time and Space ist, manche übersetzen durch Zeit um Raum, manche sagen jetzt einfach kurz Time Travelers, also ja, da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid, welche Charaktere gemeint sind, die Charakterliste der Kategorie schauen wir uns auch gleich an, aber diesen gibt er eben in seiner Kategorie Ki plus 3 auf HP Attack und F 150% oder Extreme Int Charakteren Ki plus 3 auf HP Attack und F 90%, er macht immense Damage mit seiner Ulti und erhöht seine Verteidigung stark, greatly raised defense und das stackt sich, Freunde, erhöht seine Verteidigung stark, das ist wirklich nicht zu unterschätzen, er wird auf jeden Fall sehr, sehr tanky mit jeder Super Attack, die er startet. Passive funktioniert folgendermaßen und by the way, Freunde, bevor ich damit weitermache, ist mir gerade einfach eingefallen, er heißt der Goku Black, also aus dem Dokkan Event von Goku Black aus Stage 1 kann man ihn erfarmen mit der farmbaren Asse, denn er heißt Goku Black, heißt, man kann ihn auch mit Argel Rose im Team spielen, mit Strength Rose, weil die einen anderen Namen haben. Das auch vorweg, aber da wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. Und Freunde, wir werden morgen bei ihm, wenn das ganze Drop sein, Dokkan-Event direkt machen als Video. Und nach, also auch in demselben Video, dann noch zwei Multis rausholen, weil ich habe aktuell 100 Zones auf JP. Da machen wir auf jeden Fall das Ganze morgen, damit ihr da auf jeden Fall schon mal Bescheid wisst. Und wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like da. Und falls ihr neu seid, Freunde, und euch das Ganze, wie gesagt, gefällt, dann lasst doch ein Abo da. Jede Unterstützung zählt an der Stelle und über jede bin ich auf jeden Fall dankbar. Okay, war ein bisschen komischer Cut, aber ist mir gerade einfach eingefallen. Kommen wir zu Passive zurück. Und zwar bekommt er 40% am Anfang jeder Runde. Das Maximum ist 120%. Und erhöht seine Crit-Chance um 5% jedes Mal, wenn er angegriffen wurde. Das Maximum ist 40%. Außerdem hat er eine Transformation, wenn die Bedingungen stimmen. Die gucken wir uns gleich an. Heißt hier an der Stelle, wir bekommen nach 3 Runden, in denen er reingekommen ist quasi, so sollte das Ganze verlaufen, auf 120% Angriff. 120% Angriff nicht transformiert ist sehr gut, also sollte man nicht unterschätzen und er bekommt eine Crit-Chance, nachdem er maximal 8 Angriffe bekommen hat, das Maximum ist 40% und 8 Angriffe sollte man in den 3 Runden auch gedeckt bekommen haben, Freunde. Heißt, was ich auf jeden Fall klarstellen will, ist, auch nicht transformiert ist er sehr gut, Freunde, denn er kommt quasi auf Free Crit, also er braucht keine Dupes, um Crit zu bekommen. Er bekommt es durch die Pass und kommt auf 120% Angriff. Natürlich braucht er ein wenig Zeit, aber ich finde, das werden wir auch gleich merken, sie haben ihn einfach gut getroffen, so wie Goku Black. Goku Black hat einfach seine Zeit gebraucht, er muss sich an seinen Körper angewöhnen, an dem von Goku. Und er wurde immer durch den Kampf stärker und stärker, wurde defensiver an sich, hat er mehr Angriff, ja, einfach stärker im Prinzip von Angriff. Und das mag ich immer, wenn Dokkan Battle auf sowas achtet und die Charaktere so ähnlich wie im Anime macht. Und ich finde, das haben sie bei Goku Black gut gemacht. Kommen wir aber zu den Bedingungen, wann findet denn diese Transformation statt? Nach Anbeginn oder besser gesagt ab Anbeginn der 6. Runde, wenn die HP 80% oder drüber sind. Zwei Sachen dazu, 80% HP und drüber finde ich sehr gut. Das wird in den meisten Fällen in dem Team, in seinem Setup vor allem mit ihm selbst
gut passieren, weil wenn wir als Vergleich haben, LR Vegito und Gogeta, sorry, da ist es 50% und runter und das zu triggern, das wird schwer, also das ist viel schwerer, dass man die Transformation von Vegito und Gogeta triggert, als die von Goku Black jetzt, weil sie 80% und drüber sind. Aber die andere Sache sind 6 Runden. 6 Runden können lang sein, Freunde. Aber auch hier muss ich sagen, 6 Runden ist so für mich. Ich kann das verstehen, weil sie eben ihn, denke ich mal, so machen wollten, wie er im Anime war, was ich gerade auch gesagt habe, weil er hat eben Zeit gebraucht, um sich an den Körper zu gewöhnen, um stärker zu werden, um dann quasi Super Saiyan Rosé zu gehen. 6 Runden sind dennoch schwierig, das kann man so oder so betrachten. LR, Vegito und Gogeta haben diese 6 Runden, bei denen ist aber 50% und runter, bei ihm ist 80% drüber, also seine sollte auf jeden Fall öfters triggern als die von LR, Vegito und Gogeta. Jedoch, wenn wir mal so ausgehen, wenn er in der ersten Runde reinkommt, dann kommt er in die zweite rein, dann haben wir die dritte Runde, dann kommt er nochmal rein, dann haben die fünfte Runde. Dann muss er nochmal reinkommen, idealerweise, wenn natürlich ganz am Anfang der Rotation direkt drin ist, dann müssen wir auf 4 Runden warten, quasi, idealerweise. Ich hätte es besser gefunden, wenn es 5 Runden wären, wie bei dem Free-to-Play Piccolo. Da wäre das 3 Runden und das wäre auf jeden Fall sehr cool. Ah, so sind es 4 Runden. Ich meine aber, die neuesten Dokumente, die gehen an sich schon ein bisschen lange. Also auf Papier ist es schwierig, das müssen wir eventuell testen. Aber ich wäre auch ein Fan davon. 5 Runden wären, glaube ich, angemessen, wenn ich ehrlich bin. Anyway, links haben wir Cold Judgment, Big Bad Bosses, Dismal Future, Prepare for Battle, Fear and Fate, Nightmare, Fierce Battle. Für die Nicht-Transformierte-Form, er ist in der Kategorie Potara, Realm of Gods, Future und in seiner eigenen Time Travelers, nenne ich es einfach mal, wie gesagt. Und wenn er sich transformiert, wird er zu Goku Super Saiyan Rosé. Super Attack bleibt gleich immens Damage und erhöht seine Verteidigung greatly an der Stelle. Die Passive, oh mein Gott. Er bekommt 150% auf den Angriff und er hat an sich gute Stats. 150% auf den Angriff finde ich übertrieben gut, denn nach der Transformation sollte der Charakter auf jeden Fall stärker werden als davor und das ist ein guter Sprung. Die 150%, die sind es auf jeden Fall wert. Und bekommt dann aber auf die Crit-Chance an sich immer direkt nach der Transformation 50%, Freunde. Er hat eine 50%ige Crit-Chance. Das ist übertrieben gut für einen Charakter. Für einen Dokkan-festen Charakter an sich einfach 50-50 Crit-Chance so von sich aus. Heißt, in den Dupes kann man es eigentlich auch bei ihm ein bisschen mehr auf Additional Attack gehen. Aber an sich, er ist wirklich insane, Freunde. Ja, er ist wirklich insane. Man würde natürlich nichts falsch machen, wenn man idealerweise bei ihm dann natürlich auch 15 Crit geht, 6 Crit oder 12 Crit, 9 Additional Attack oder ein bisschen mehr Additional Attack, weil er kommt einfach Transumit und nicht Transumit mit einer Crit-Chance, Freunde. Und das finde ich sehr gut an ihm. Gibt aber dann Transumit natürlich noch zusätzlich Extreme Class verbündeten Ki plus 3, wie jeder Rosé auch an der Stelle. Und das oder Goku Black, und das finde ich echt insane gut von ihm. Link Skill verliert er Cold Judgment und Fear and Fate für Super Saiyan und Kamehameha. Super Saiyan logischerweise sollte er hinzubekommen. Dafür, dass er dafür Cold Judgment verliert, ist gut. Kamehameha bekommt er hinzu, zeigt seine Super Attack. Finde ich ein bisschen, also was ist Kamehameha? Dafür verliert er Fear and Fate. Fear and Fate ist ein Ki plus 2, wäre für Alec Black gar nicht mal so schlecht, weil LA Black hat 4 im Feld, aber ich denke, das ist nicht die Welt, damit kann man auf jeden Fall leben. Wie gesagt, Freunde, sind die ganzen Informationen zu ihm. Ich finde ihn gut getroffen, in dem Sinne so, wie Goku Black eben war. Und ich finde ihn nicht transformiert, das sollte man nicht unterschätzen, auch nicht transformiert ist er wirklich gut. Darauf, dass er auf die 120% angekommen und eine Crit-Chance bis zu 40% hat, transformiert, es geht das Ganze komplett. Er wird auf jeden Fall gut Schaden machen, so ist nicht. Und gucken wir uns mal zum Schluss noch seine Kategorieliste an, Freunde. Das sind quasi Time Travelers. Und die Kategorie finde ich finde die wirklich schön und abwechslungsreich. Das sind natürlich ein paar Charaktere, die auch natürlich so standardgemäß alle Goku Blacks sind in Potara und Realm of God. Das kann man nicht ändern, aber Zusatz dazu finde ich, es ist halt nicht identisch wie Future-Kategorie, die von Future Gohan, sondern unterscheidet sich schon. Wenn wir uns die Liste ansehen, wir haben LSL zum Beispiel anschaut, wir haben die ganzen Bardocks am Start, wir haben Super Saiyan 3 Bardock am Start, LR Trunks haben wir am Start, Bojack, LR Bojack ist am Start, Freunde. In diesem Team ist LR Bojack wirklich, denke ich, sehr gut aufgehoben. Eben einfach wegen, man kann in dem Team, Freunde, Goku Black spielen, den neuen Goku Black. Man kann LR Goku Black und Rosé spielen, man kann jeden Super Saiyan Rosé spielen. Wenn man das Strength Super Saiyan Rosé reinpackt und den neuen Goku Black, GG, Freunde. Shanks, Super Saiyan, Rosé, Ki plus 3 für die Extreme Class Verbündeten. Da fühlt sich ein LSL und Bojack auf jeden Fall sehr solide. Dann haben wir natürlich auch noch LR Goku Black drin. Und so weiter und so fort, Freunde. Die neuen Dragon Ball Heroes Charaktere sind auch in der Kategorie. Das finde ich auch sehr, sehr schön. Weil zum Beispiel der Demigrad, der hat auch Ki plus 3 in seiner Pass involviert. Fusion Zamasu natürlich ist auch mit am Start. Und so weiter und so fort, Freunde. Super Saiyan 3 Bardock. Ihr seht die Liste. Ich finde sie auf jeden Fall nice. Lasst mich wissen, was hattet ihr von dem neuen Goku Black? Was hattet ihr von der Kategorie? Seid ihr zufrieden? Im Prinzip haben wir gestern sogar im Stream darüber diskutiert, was könnt ihr für eine Kategorie haben. Wie könnte das sein? Haben schon gut diskutiert. Aber eigentlich hätten wir so, oder ich rede gerade zumindest von mir, hätten wir ein bisschen mal
nicht, also ich zumindest, ja, hätte ich nicht mal mit meiner Hype-Sonnenbrille das Ganze betrachtet, sondern einfach mal locker mir angesehen, dann Time Travelers würde schon Sinn machen. Ja, Goku Black, der durch die Zeit reist und so. Finde ich eine coole Kategorie. Wie gesagt, Vegito Blue ist auch drin, Vegeta Blue und so fort. Ihr habt die ganze Liste gesehen, Freunde. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr von Goku Black haltet, was ihr von seiner Kategorie haltet. Und ansonsten, mir gefällt auf jeden Fall. Ich werde mich, ja, auf jeden Fall auf ihn freuen. Bis dahin, Freunde, bedanke ich mich fürs Zuschauen. Ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be around.